Uhu, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer entspannten Runde Sons of the Forest. Wir haben ja gesagt, wir gehen mal los und gucken mal am Strand lang, weil wir müssen unbedingt mal schauen, dass wir eine Schildkröte organisieren. Hier ist inzwischen auch keine aufgetaucht. Das heißt, wir gehen weiter. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei der Pistole ja Schildkröten sind und da gehen wir jetzt mal hin. Denn wir versuchen uns mal ein zweites Mal die Pistole zu organisieren. Schau mal kurz auf die Karte, was am kürzesten wäre. Da hinten dann links den Weg hoch. Da ist ja eigentlich auch die Schrotflinte. Rein theoretisch könnte man ja das die Schrotflinte auch gleich ausprobieren. Weil wenn die da ist, dann können wir auch die Pistole nochmal looten. Komm mal her, Virginia. Ich muss dir mal ganz kurz was geben. Dafür bauen wir aber erst vorher das Ersatzteil wieder ab. Das will ich behalten. Das kriegt die nicht. Na, wo bist du, Mädel? Hast heute keine Lust mitzukommen? Du kannst auch gerne mit dem Calvin hier ein bisschen rumlungern. Pass mal auf, das ist sowieso eine gute Idee, damit der Calvin mir nicht hinterher scheißert. Ich habe nämlich rausgefunden, dass man hier so einen Unterschlupf hinstellen kann. Einfach nur die Plane hinlegen, ohne Stöckchen, ohne alles. Und dann kann man nämlich dem Calvin sagen, der soll beim Unterschlupf bleiben. Das geht komischerweise beim Bettchen oder bei einem Jagdunterstand nicht. Achso, die sind im Haus, ne? Okay, pass mal auf hier. Wenn ich ihm nämlich jetzt sage, bleib hier, dann kann ich nicht nur versteckt und hier sagen, sondern auch bei dir unterkommen. Jetzt rennt er zwar raus und setzt sich dahin, aber er scheißert mich auf jeden Fall nicht hinterher. Wenn ich ihm jetzt sage, er soll hier bleiben, dann bleibt er direkt hier auf der Stelle stehen und macht nichts mehr. Versorgt sich wahrscheinlich auch nicht. Ne? Komm mal her, Virginia, ich habe da ein Geschenk für dich. Da, Mädel, guck mal. Super, geile Sache. Da freut sie sich. Schaut mal, jetzt hat sie eine Pistole und eine Schrotflinte. Okay, düsen wir mal los. Na, wir haben noch eine Weile Tageslicht. 11.30 Uhr. Das müsste passen. Das schaffen wir. Ich überlege gerade, ob man sich das jetzt so beschleunigen kann. Mit dem Laufen. Wenn man die, ey, ich habe doch diese Pistole extra in die Hand genommen, mein Bester. So, ich wollte doch nur nachladen. Wenn man jetzt so zwischendurch immer mal hier so das Ding dahin schießt und guckt, dass man da vorne den Felsen trifft. Ach so, geht nicht, schade. Ich dachte. Oh, ist zu weit weg, oder wie? Dass man denn so einfach dahin schleiden kann. Jetzt kommt der Punkt erst. Ne, dass man das dann so macht. Und man ist ja recht schnell unterwegs eigentlich. Und dann kann man einfach hier das wieder abbauen und mitnehmen. Ja. Oh, wenn man da rankommt. Alles gut, okay. Das Ganze dauert länger, wie zu laufen. Laufen geht schneller. Aber ist ganz praktisch, wenn man mal eine Klippe hoch muss oder so. Da geht man einfach mal kurz mit einem Haken dran. So, dann müssten wir ja mal gleich irgendwo links abbiegen können. Da kommt dann so eine Bucht, da laufen wir links den Weg hoch. Vielleicht gibt es hier auch schon Schildkröten. Aber ich habe das Gefühl, dass die Schildkröten auch diesmal hier gar nicht so häufig zu vertreten sind. Bei The Forest war es ja genauso. Da gab es ein paar Stellen, wo man die sich holen konnte, die Schildkrötenpanzer. Hier ist es leider nicht der Fall. Ist es hier? Gehen wir hier hoch schon. Ja, das ist noch nicht... Das ist noch nicht der Weg, den ich meinte. Ich würde gerne da vorne den Weg nehmen. Ja. Denn ich habe die Hoffnung, dass vielleicht noch mal eine Schildkröte hier rumkraucht. Sehr einsam, der Strand hier, ne? Ich denke mal, da werden die Schildkröten auch nicht mal die Schildkröten Lust haben, hier ihre Eier abzulegen oder so. Hier ist einfach nichts los. Da vorne, da sieht es doch angenehm aus. Da kommt eine Bucht. Ich glaube, das ist die Bucht, wo ich hin wollte. Vielleicht rennen die ja da rum. Und von hier aus können wir einmal quer rüber uns das abkürzen. Dann müssen wir nicht noch weiter außen rumrennen. Dann kommt man nämlich auch an dem Grab vorbei, wo die Schrotflinte drin liegt.
die würde ich ja ganz gerne nochmal looten, wenn es geht. Ich hab ja die Hoffnung, ne, dass wenn man die Waffen auch weggeben kann, dass man die halt für sich auch nochmal sammeln kann. Das wäre natürlich schade, wenn die Macher jetzt daran gedacht haben und gesagt haben, nee, wenn du schon drauf verzichtest, dann musst du halt ohne klarkommen. Wäre auch okay. Würde ich mitleben können. Aber, was haben wir denn hier alles? Eine Uhr. Paddel. Kanus. Kajaks. Was zu futtern? Herrenglas collected. Das war ja auch im Update erwähnt, dass wir ein Fernglas jetzt drin haben. Ach, das ist ja schön. Aber zoomen kann man nicht. Das hat, man hat nur eine Stärke. Aber es sollte reichen. Ist geil. Ja. Prima Sache. Lassen wir doch nicht liegen, nehmen wir doch mit. Komm, hau dir mal in den Riegel rein. Der ist eh überflüssig. Immer mal wieder. Ein theoretisch müssten wir uns mal ein Stück Fleisch braten, ne? Bevor uns das noch schlecht wird. Erstmal den rohen Fisch. Den Fisch kann man ja auch roh essen, haben wir gelernt. Sushi, immer gut. Tut nichts, gibt genauso viel Hunger. Gefühl weg. So. Ja, das Fleisch braten wir uns auch noch gleich ab. Wir müssen mal kurz gucken. Hier haben wir noch Plane. Energy Drink. Noch ein Plänchen. Ruckerharz, sehr schön. Und nochmal eine Feldration. Die haben uns ja gerade reingebombt. Ach nee, das war hier so ein Schokoriegel. So. Ja, schick. Jetzt schauen wir mal hier drauf. Hier wollte ich nämlich hoch. In der Hoffnung, der kleine See da oben hat vielleicht Fische, der Tümpel. Ich höre Musik. Kleinen Moment. Momentchen bitte. Hier ist nochmal so ein kleines Lager. Ja, mach mal aus, das Ding. Das lockt nur die Leute an. Geldscheinchen, Seile, Uhr, Nudeln. Oh. Also die haben sich's richtig gut gehen lassen hier. Oh, wir haben so viel C4. Sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir ein paar Sprengkörper bauen können. Weiß gar nicht, ob ich genug Münzen habe. Ja, wir haben langsam genug gesammelt. Wenn wir hier mal drei Stück basteln, dann können wir das C4 mitnehmen. Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, man sollte jetzt nichts mehr liegen lassen, wenn es nicht muss. Ne? Guck mal, wie fleißig der ist. So. Dann haben wir das Pfeilblatt. Oh, das ist ja schön. Nehme ich gleich mal mit, sonst vergesse ich es nachher wieder, wenn ich losrenne. Aber jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben. Hier, die Plane, da können wir nichts damit anfangen. Wir sind voll mit den Dingern. Hätten wir vielleicht mal noch welche ablegen sollen in der Base. Eine Feldration collected. Oh, eine Schildi. Aber ich brauche kein Fleisch, ich brauche ein bisschen Fisch. Ehrlich gesagt, Fisch wäre mir lieber. Aber weißt du was, wir trinken mal einen Schluck aus deinem Panzer. Ja, super, ey. Das wusste ich jetzt auch nicht. Das finde ich schön. Und wir düsen mal jetzt hier den Weg lang, der uns praktisch direkt zum Grab mit der Schrotflinte führt. Ich weiß nicht, ob wir die auch nochmal ausbuddeln müssen oder ob das jetzt schon offen ist. Werden wir dann sehen, wenn wir da sind. Vielleicht sollte ich schon mal die Schaufel in die Hand nehmen. Ich gehe davon aus, dass ich das nochmal aufbuddeln muss. Denn die haben ja alles wieder zurückgenommen mit dem, dass die Kisten wieder zu sind und so. Dann wäre nämlich auch das Grab zu, glaube ich. Ja, da rufen sie schon. Ich habe sie schon gehört. Die sind schon wieder in der Nähe. Die sind schon wieder auf den Fersen. Hallo Bambi. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlau, auf dem Weg lang zu laufen. Also auf jeden Fall spricht der GPS-Tracker schon mal an. Das heißt,
Der ist noch da, der Locator, oder wieder da. Den können wir also wieder sammeln. Aber wir wollen ja eigentlich das Gute. Die Schroti. Ja, habe ich mir gedacht, das nehme ich wieder zu. Aber das soll kein Problem sein. Das brüllen wir schnell wieder aus. Dann schnappen wir uns schnell die Schroti und weg sind wir wieder. Tada, da ist die Tatsache. Wir haben sie noch ein zweites Mal. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das heißt, wir können auch die Pistole noch ein zweites Mal besorgen. Und dann hat Birgie Pistole und Schrotflinte. Und wir haben Pistole und Schrotflinte. So, erstmal den Aufsatz wieder dran, damit ich da überhaupt was ranbasteln kann. Und ich würde ja ganz gerne an der Schroti die Taschenlampe haben. So. Also sonst haben wir auch gar nichts mehr. Schalldämpfer ist ja für die Pistole. Aber es gibt ja noch die Laserzielvorrichtung. An die Armbrust kann man auch kombinieren. Kann man ja da kombinieren? Ach so, wenn, dann habe ich es noch nicht. Okay. Na gut, ich würde sagen, geil, Schrotflinte abgehakt, check. Und jetzt gehen wir weiter und holen uns die Pistole. Hehe. Aber der Locator ist nicht da von der Pistole. Ja gut, okay, das haben sie auch gefixt, dass die eingesammelten Lokatoren jetzt nicht mehr bei jedem Neuladen wieder da sind. Das heißt, hat man sie einmal gesammelt, dann sind die auch wirklich verschwunden. Ich weiß aber, dass diese Rettungsinsel da vorne am Meer ist, geradezu. Deswegen werden wir uns einfach mal dahin begeben. Und da finden wir auch endlich mal den Schildkröten. Ganz sicher. Dann ist es ja auch wieder so, man kann wieder nur einen Panzer mitnehmen. Das heißt, wir können uns erstmal eine Trinkschale bauen. Wir müssten irgendwann noch ein zweites Mal dahin. Vielleicht, wenn wir mal den Gleiter geholt haben, gleiten wir nochmal darüber und holen uns nochmal eine zweite Schildi. Ja, ich habe den schon wieder lachen gehört im Hintergrund. So einen kleinen Buckligen. Ja, und dann steht auch die Hülle noch bevor, die extrem groß sein soll. Ich habe mich da nicht groß spoilern lassen mit der Hülle. Ich weiß nur genau, wo sie ist und was man darin findet. Denn ich lese ja natürlich die Updates. Da steht es ja drin. Die haben nämlich den goldenen Panzer, also den goldenen Armor, den haben die nämlich jetzt umgebaut, beziehungsweise umgelegt. Der ist jetzt in dieser großen Höhle drin. Vorher war der in einem Laborkomplex, beziehungsweise einem Gebäudekomplex. Oh, guck mal, das ist ein Lager. Oder wollen wir mal hier mit der Maske mal reinscheißen und mal gucken? Ja, da ist ein Gebäudekomplex und halt, steckt der GPS nicht weg, doch. Und da war sie drin. Und jetzt ist sie da nicht mehr drin. Ach, das ist gar kein Eingeborenenlager. Das ist zum Plündern. War ich schon wieder zu vorsichtig? Oh, Leuchtfackeln. Sind wir leider voll. Oh, geil. Flintenlaufgeschosse. Sehr gut. Bisschen Stoff. Energy Drink kann man immer gebrauchen. Die Feldrationen sind wir jetzt langsam voll, ja? Dann hauen wir uns einfach mal eine hinter. Ja, Medizin und Powerriegel. Also Powerriegel brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Das ist auch irgendwann mal gut. So, bei den Gaskartuschen muss man aufpassen. Wenn man die aus Versehen kaputt schlägt, explodieren die. So, weiter geht's. Na gut, dann packen wir mal hier das GPS wieder aus. So. Ja, ne? Der Golden Armor, der ist umplatziert worden. Und deswegen muss man auf jeden Fall in die Höhle, bevor man das Spiel zu Ende bringen kann. Haben aber auch gleichzeitig noch einen neuen Raum in dem Komplex, in dem Gebäudekomplex hinzugefügt, dass man da trotzdem noch rein muss. Ja. Man muss jetzt zwar nicht mehr rein, um den Golden Armor zu holen, aber man muss jetzt halt rein, um was anderes zu tun. Ja, es geht stetig bergab, das heißt, wir kommen Richtung Meer. Ja, ab in die Ebenen. Dann kann ich mal das GPS wegpacken. Ja, der Junge ist schon wieder außer Atem. Also, dir geht's doch wirklich gut. Deine ganzen Werte alle voll bis Anschlag. Und der fängt schon an zu prusten wieder. So, da ist der Strand. Eine wunderbare Sache.
Da vorne Totems oder haben die wieder meine Kollegen aufgespießt? Was ist denn da oben? Achso, ich hab doch jetzt. Wir haben doch jetzt Fernglas. Das ist ja, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Das sind Totems. Da werden wir auf jeden Fall mal gucken. Wollen wir mal dann gleich, bevor wir zum. Da vorne ist die Rettungsinsel. Bevor wir zur Pistole gehen, mal kurz da oben gucken gehen, was das ist. Aber ich vermute, das wird ein ganzes Camp sein, ein ganzes Eingeborenen-Camp. So, meine Insel. Ne, ihr habt hier nichts verloren. So, nimm mal einen Speer in die Hand und lauf mal hier ein bisschen rum. Guck mal, ob du Fische siehst. Aber ich glaube, man hat eher Glück in Teichen und in Seen, wie am Meer Fische zu finden. Da haben sie sich aber auch schon so mit Absicht gedacht, so. Schildkröten. Vielleicht laufen hier Schildkröten um. Aber jetzt sind wir eh schon da. Wir müssen eh dahin. Ich hatte ja gesagt, wir gucken uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall nochmal an, ob wir die Pistole noch ein zweites Mal bekommen. Aber ich möchte nicht von hier rüber schwimmen, das ist mir zu weit. Wir gehen drüber auf die andere Seite. Definitiv. Ich hoffe, da kommen wir jetzt hier schon so rüber. Nee, noch nicht. Es wird ein bisschen tief. Ich habe Angst vor Haie. Hier sind Fische. Schaut mal. Habe ich sie alle verscheucht, ne? Mit meiner Aktion. Schade. Aber hier waren gerade Fische. Hätte ich mir noch mal den einen oder anderen einstecken können. Kommen wieder die Wellen. Schade, Mensch. Ich habe die echt vertrieben. Da ist ein Fisch. Bleib stehen. Oh nein. Ich schwimme. Ich hab einen Fisch. Ja, die Wellen helfen mir so ein bisschen, ne? Die Wellen sorgen dafür, dass sie so ein bisschen, dass ich auch rankomme dann, ne? Man muss einfach nur Geduld haben. Kurz dastehen und beobachten. Wo ist ein Fisch? Da ist ein Fisch. Und dann zupieken. Schnell nehmen und wieder zurück. Ja, das klappt sogar gut. Finde ich prima. Ne? Noch ein Fischchen. Na, noch ein. Kriege ich noch ein? Darf ich noch ein? So. Sehr schön. Ich hab Fische und ich bin zufrieden. Und jetzt gehen wir uns die Pistole holen. Komisch, ganz wenig Eingeborene heute unterwegs so. Die zwei, die wir am Wald getroffen haben. Ha, lachhaft. Ruhe. Oh, gut, Plane brauchen wir nicht mehr. Ne? Leiterplatte ist natürlich prima. Essen haben wir auch voll soweit. Granätchen, noch ein C4. Ja, du Kollege hast ja die Munition. Ja, ein bisschen Kohle liegt hier noch rum. Das war es aber dann schon. Futter, Kohle. Hier findet man normalerweise auch Pistolenaufsatz, den haben wir aber schon. Dann würde ich sagen, jetzt gucken wir mal nach der Schildkröte. Die ist nämlich immer hier oben auf dem Zippel eigentlich. Oder der scheint zumindest hier. Wir machen mal jetzt Folgendes. Wir stellen uns jetzt mal eine Speicherplane auf.
Denn ich muss auf jeden Fall speichern, bevor ich darüber schwimme. Man kann ja nie wissen, was da ist mit Hai und so. Ey, nicht zwei. Wir brauchen nur eine. Man kann ja nie wissen. Und dann sollten wir vielleicht nochmal ein kleines Feuerchen bauen. Jetzt hat er wieder diesen Bug gehabt, der eigentlich abgeschafft wurde. Dass er mit dem Stock so lange wartet, um die Plane aufzubauen. Das war ja auch ein Bug, den haben die ja gefixt. Ein Glück, sage ich mal. So, zünd mal an, mein Bester. Und leider haben sie auch eingeführt, dass das Kochen etwas länger dauert, bevor das Fleisch gar ist. Man muss ganz schön lange warten, ehrlich gesagt. Deswegen hauen wir es jetzt mal hier drauf. Wir werden uns das mal kurz durchgaren, die Angelegenheit. Und gucken mal, dass wir die Schildkröte erwischen, hier irgendwann mal auftauchen sollte. Oder haben die das jetzt auch geändert? Dass die Schildkröte jetzt auch wieder woanders ist. Vielleicht ist auch nicht die Jahreszeit für Schildkröten. Ich weiß nicht. Die haben ja gesagt, dass Tiere sich auch so ein bisschen an Jahreszeiten halten und so. Momentan sehe ich leider keine Schildkröte. Mal schauen, wenn wir wieder zurück sind von der Insel da drüben. Ob hier dann eine rumkraucht. Warte jetzt noch kurz, bis das Fleisch gekocht ist. Kann ja jetzt ruhig schon mal speichern. Das ist ja eigentlich relativ egal. So. Seht ihr, was ich meine? Das ist immer noch nicht fertig gekocht. Es dauert jetzt schon extrem viel länger. Hätten sie ruhig lassen können, dass das so ist wie vorher. Aber gut, vielleicht hält es dafür auch länger. Wenn es dann nicht gleich am nächsten Tag schon wieder gammelig ist, soll mir es recht sein. Dann kann ich das in Kauf nehmen. Aber schaut euch an, immer noch nicht fertig. Es dauert echt ewig. Jawohl. So, dann haben wir es eingepackt und da würde ich sagen, Neoprenanzug an und rüber, ne? Dass wir da ein bisschen schneller schwimmen können. Zack. So. Platsch, 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 platsch. Dafür ist er aber auch echt lahmarschig am Land. So. Aber wir sind verdammt schnell. Und ich will auch nicht nach unten gucken, ehrlich gesagt. Ich will die Haie auch gar nicht sehen. Ich habe da echt Panik, ey. Seht ihr, wenn da so eine Pflanze kommt, dann denke ich immer schon, das ist gleich die Haie, ne? Boah, die Wellen werden höher. Die zwingen mich, ins Wasser zu gucken. Komm schon, du schaffst es. Wir haben volle Mutantenrüstung. Das müsste reichen. Er kann mich dreimal weisen. Und trotzdem komme ich hier rein. So. Oh, ich sehe die Pistole nicht. Schade. Aber mit der Schrotflinte... Ach doch, da ist sie. Jawohl. Dann ist doch unser Plan aufgegangen, meine Lieben. Unser Plan ist doch aufgegangen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt gucken wir, dass wir den Hai nochmal sehen. Dann geben wir ihm eine mit, damit er uns nicht belästigt. Und in der Zeit hauen wir ab. Ne, der Lokator ist Tatsache weg. Also der ist nicht mehr da. Der GPS-Sender von dem Typen. Da ist er, der Hai. Lassen wir den kurz darüber schwimmen. Geben ihm eine. Zack, und hauen ab und hoffen, dass der zweite Hai uns nicht erwischt. Ne, einfach Gas geben. Ich habe gelernt, das ist eine gute Strategie. Einfach rennen. Einfach Gas geben. Jawohl, die Plänzchen. Da kommen wir schon wieder in Ufernähe. Wir haben es geschafft. Gute Strategie. Erstmal so ein Hai eine mitgeben, ablenken und dann los. Ne? So. Ihr blöden Viecher. Ausgetrickst habe ich euch. Jetzt ziehen wir auf jeden Fall mal den Taucheranzug wieder aus. Dieses Neopren-Ding und ziehen uns dafür mal unsere taktische Jacke wieder an. So. So, und jetzt sollten wir vielleicht unsere Pistole wieder zusammenbasteln. So. Jetzt haben wir natürlich die Taschenlampe nicht mehr an der Pistole, weil wir haben sie an der Schrotflinte. Das ist mir aber auch lieber. So.
Sehr schön. Da müssten wir die uns jetzt auch wieder belegen. Nee, die hat er sich gemerkt. Wunderbar. Die Schrotflinte hat er sich auch gemerkt. Bestens. So, auf 7 hatten wir unsere Armbrust. Eigentlich. Die müssen wir jetzt wieder auf 7 legen. Pistole, die Betäubungspistole brauche ich nicht auf 7. So. Ne, auf 8 dann hätte ich gerne meine Granaten. Logischerweise. Und auf 0 packen wir hier dieses komische Kreuz gegen Dämonen. So, und die 9 bleibt erstmal... Ne, die 9 machen wir mit Sprengstoff. Komm hier. So. Okidoki. Ich würde sagen, das Zelt lassen wir hier stehen. Falls wir nochmal irgendwann herkommen müssen. Ja. Denn kann es ruhig hier bleiben. Wir haben so viele Planen übrig. Naja, wir stecken hier mal nochmal einen Stock rein. So, Schildkröte. Da ist eine Schildkröte. Juhu! Juhu! Das ist so gemein. Aber wenn man so sehr diesen blöden Panzer braucht. Schildkrötenpanzer collected. Perfekt. Jetzt haben wir auch gleich 2 Stücken Fleisch. Die braten wir uns jetzt aber nicht ab. Die gucken mal, dass wir die auf den Trockenständer hängen. So, und dann würde ich sagen, speichern wir ab und brechen auf, ne? Ab nach Hause. Oder wollen wir direkt mal zur... Na, das ist da oben da. Lass uns mal kurz nach Hause düsen. Einmal nochmal kurz alles ablegen und so. Einmal vorbereiten für die Höhlen. Und ich würde auch sagen, das ist ein spärlicher, weiter Weg. Das wird eine Weile dauern. Und ich mache den Weg alleine. Sollte unterwegs irgendwas Berauschendes passieren oder so, nehme ich euch hiermit nochmal dazu. Ansonsten würde ich mich jetzt bei euch bedanken, dass ihr dabei gewesen seid. Und in der nächsten Folge sind wir dann in der Base, bereiten uns vor. Guck mal, entweder bauen wir ein bisschen was und gehen dann zur Cape. Oder wir gehen erst zur Cape und bauen danach noch ein bisschen an unserem Häusle weiter. Müssen wir mal schauen, ne? Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und seid nächstes Mal wieder mit dabei. Tschüssi!